Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich über den Zusammenhang zwischen Gesundheit und einem lebendigen Leben. Let's go! Prinzipiell muss man ja mal festhalten, dass es immer ein Gap gibt, also eine Lücke zwischen unseren Vorhaben und dem, was wir dann tatsächlich umsetzen. Und da sollte natürlich jeder im Laufe seines Lebens immer mal wieder reflektieren, was genau sich vorgenommen wurde und dann tatsächlich nicht umgesetzt wurde und aus welchen Gründen. Ein Stillstand bedeutet letztlich auch immer einen blockierten Energy Flow, also dass du eben, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dich nicht irgendwie neu erfindest, dass du automatisch stehen bleibst und du kannst gemäß auch der Natur nie dauerhaft stehen bleiben. Also irgendwann führt Stagnation in die Abwärtsspirale. Ja? Also langfristig gibt es immer nur Aufwärts- oder Abwärtsspirale. Ja? Eine Pflanze kann nicht aufhören mit Wachstum, mit Stoffwechsel. Wenn der Stoffwechsel beendet wird, dann fängt sie an zu sterben. Also es gibt keinen Stillstand, wo die Pflanze einfach mal nichts tun kann sozusagen. Ja, und so gilt es auch für Menschen. Und Energy Flow ist gar nicht irgendwie esoterisch gemeint, sondern ganz praktisch, dass natürlich Schadstoffe im Blut sich ansammeln, nicht mehr rausgeschwemmt werden und dann natürlich zu Infektionen führen und zu Krankheiten. Aber natürlich auch Energy Flow in dem Sinne, als wir Menschen eben energetische Wesen sind. Wenn dich das interessiert, check auch mal meine Playlists über Chakra Opening, wo es eben um die Energiezentren gibt, die jeder Mensch so hat und inwieweit die auch damit zusammenhängen, dass jemand eben krank werden kann oder sich so fühlt, als würde er im Leben irgendwie feststecken, sich in einer Sackgasse befinden. Ich denke, dieses Gefühl hatte jeder schon mal. Was mir aufgefallen ist, dass zunehmend eben auch junge Menschen Burnout-Symptome haben oder gar Depressionen und das mag erstmal schockierend wirken, weil man sich denkt, okay, früher hatten das eher ältere Leute, jetzt haben das teilweise schon sehr junge Menschen. Man kann sagen, dass Burnout- und Depressionssymptome oft eben auch einhergehen mit fehlender Veränderung. Bei den jungen Menschen würde ich tatsächlich sagen, dass es damit zusammenhängt, dass zu wenig Stabilität da war, auch in den letzten Jahren, aufgrund der Corona-Pandemie. Dann hat der Krieg begonnen in Europa. Und die Wirtschaft, das Finanzwesen, alles ist so im Schwanken und im Unsicheren. Und das verunsichert natürlich junge Menschen noch stärker, weil sie noch nicht so viele Lebenserfahrungen sammeln konnten, logischerweise. Ja, also diese Grundstabilität, die du eigentlich im Laufe deiner ersten zwei Lebensjahrzehnte erreichst, die sind von Anfang an angegriffen worden durch äußere Umstände. Und zwar nicht nur individuell, sondern natürlich auch kollektiv. Gilt natürlich aber prinzipiell für alle Menschen jeglichen Alters. Ich persönlich denke, dass Burnout und Depression nicht aus zu viel Arbeit herrühren, sondern wenn es eben viele Konflikte gibt, beruflich, privat und vor allem, wenn kein Kontakt mehr zu sich selbst besteht. Also daraus folgen dann eben kaputte Beziehungen. Das haben wir auch nach der Pandemie gemerkt. Viele Leute haben sich zerstritten. Ja, und es gab einfach viele extreme Meinungen, die da aufeinander geprallt sind, verschiedenste Mindsets, verschiedenste Energien und da ist einiges gecrashed, sage ich mal. Und ich glaube, dass viele Menschen eben in den letzten Jahren so das Gefühl hatten, dass sie eigentlich nur noch funktionieren und nicht mehr wirklich leben. Dabei ist Leben immer in Korrelation mit authentischen Beziehungen und die sind für uns das Wichtigste im Leben, weil wir eben soziale Wesen sind. Ja, also auch wenn du im Homeoffice sitzt, du bist trotzdem ein soziales Wesen und wünschst dir soziale Nähe. Wie oft habe ich das gehört, dass jemand gesagt hat, er ist freiwillig 20 Kilometer zum nächsten Bäcker gefahren, einfach nur, um persönlich jemanden zu treffen, obwohl das gar nicht notwendig war, weil er bequem vom Homeoffice aus arbeiten kann. Ja, also diese Person war alleinstehend zu dem Zeitpunkt und hat mir eben gesagt, also ich habe mich so einsam gefühlt, dass ich dann wirklich einfach zu irgendeinem Bäcker gefahren bin, um ein paar Worte zu wechseln mit einem menschlichen Wesen, weil nur vom Bildschirm, ich halte das nicht aus. Ja, also man darf das nicht unterschätzen. Klar, Homeoffice ist cool, aber dauerhaft kann es auch da eben dazu führen, dass jemand sich isoliert fühlt, abgetrennt. Und wie gesagt, Beziehungen sind so das Wichtigste für uns im Leben. Wie gesagt, weil wir soziale Wesen sind und dazu zählt dann eben eine Partnerschaft, die Familie, Freunde, Bekannte,
Aber auch natürlich der Kontakt zur Gesellschaft, inwieweit fühlt man sich als wichtiges Mitglied der Gesellschaft und inwieweit fühlt man sich mit sich selbst verbunden, inwieweit spürt man sich selbst, inwieweit hat man überhaupt noch Kontakt zu sich selbst. Ja, und da kann sich natürlich jeder fragen, wo konkret gibt es Stillstand in meinem Leben und inwieweit sind meine Beziehungen, die ich führe, gesund? Und das ist mehr als ein bisschen Quatschen, ein bisschen Kommunikation, sondern es bedeutet letztlich eine Form von Gleichberechtigung zwischen den Individuen, also dass man Status und Bildungsabschluss, Herkunft, Glaube, dass man das alles weglässt, ja, und sich einfach mit Respekt auf Augenhöhe begegnet. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren einfach extrem verloren gegangen, weil einfach zu viele Gruppierungen unterwegs sind. Und natürlich ist man immer irgendwo irgendwie Teil von einer Gruppierung, aber man muss trotzdem lernen, wieder mit denen umzugehen, die eben nicht Teil der eigenen Gruppierung sind. Das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern mit dem Fakt, dass wir eben alle Menschen sind. Und letztlich kann man das ganz gut dritteln. Ja, ich ist ein Drittel, du ist ein Drittel, wir sind drei Drittel. Und wenn da jeder in die Selbstverantwortung geht, und zwar eben, dass er oder sie alleine stattfindet, aber auch in Gemeinschaft mit anderen und dort ein Mitspracherecht hat, dann kann diese Drittelaufteilung wieder gesund gelingen, dass eben jemand nicht sagt, ich muss die drei Drittel übernehmen, weil irgendwie funktioniert sonst nichts mehr. Ja? Also hat natürlich auch extrem viel damit zu tun, inwieweit die Nähe-Distanz reguliert werden kann. Also wann setzt man Grenzen? Zu wem setzt man welche Grenzen, in welchem Rahmen, in welchem Kontext, welche Grenzen erträgt man auch von anderen? Kann man die respektieren ohne großes Nachfragen oder braucht man Erklärungen? Hat man überhaupt ein Recht auf Erklärungen? Ja, das muss man natürlich mit allen Menschen, beruflich wie privat, immer wieder ausbalancieren. Und wenn man einen Bezug hat zu dem, was man tut, privat wie beruflich, dann ist man, glaube ich, schon gut dran, gut dabei. Ja, Stichwort Marx, entfremdete Arbeit. Wenn du nicht mehr das Gefühl hast, dass du mit dem verbunden bist, was du tust, dann hast du auch nicht mehr so diesen Kontakt zu dir selbst. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass Menschen, die den Kontakt zu sich selbst verlieren, sich langfristig dann auch den Menschen fremd fühlen und wie unter so einer Glasglocke leben. Ja, also das hat die US-Schriftstellerin Sylvia Plath so beschrieben, sie fühlte sich wie unter einer Glasglocke. Sie hatte überhaupt keinen Zugang mehr zu den anderen. Da war immer diese unsichtbare Wand zwischen ihr und den anderen und irgendwie, es gab keinen Kontakt mehr. Ja? Irgendwie war diese Verbindung weg. Und ich glaube, dass letztlich das auch immer so eine Spiegelung von dem Kontakt ist, den man zu sich selber hat. Weil wir eben ständig auch gerade heute abgelenkt sind. Wir haben immer 1 Million Sachen zu erledigen, dauernd klingelt es irgendwo oder etwas leuchtet, etwas blinkt, etwas braucht unsere Aufmerksamkeit, wir sind nicht mehr lange fokussiert, wir sind immer irgendwie in Hektik, in Eile, irgendwer braucht immer irgendetwas, ein Bildschirm leuchtet auf und eine E-Mail ploppt rein und das ist sehr stressig für viele Menschen. Ich finde persönlich das Zitat von dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber sehr schön. Er schrieb einst, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Das bedeutet, wir brauchen auch den Kontakt zu anderen, um uns zu spüren. Also diese Isolation tut keinem Individuum dauerhaft gut. Ja, also wir brauchen auch diese Gewissheit, hey, ich existiere, ich weiß, wer ich bin. Und das entsteht eben auch durch die Reibung mit anderen, also in der direkten Beziehung, im Austausch, dass man mental einfach weiß, hey, da ist jemand und der spiegelt mir das wieder und das spüre ich dann auch tief in mir drin. Ich denke, man kommt am besten an diesen Punkt, dass sich wieder spüren und andere wieder spüren, wenn man eben einmal echtes, authentisches Interesse an sich und anderen zeigt, also nicht dieses hey, was kann ich jetzt davon profitieren oder nützt mir das was? Sondern sich auch mal die Zeit nehmen für Unterhaltungen oder Interaktionen, die überhaupt kein Ziel verfolgen, keinem Zweck geschuldet sind. Ja, dass man einfach sein Menschsein auslebt, sag ich mal. Dann natürlich aber, wie gesagt, Grenzen setzen, Grenzen akzeptieren. Das ist extremst wichtig und ohne funktioniert es nicht. Gerade in der heutigen Zeit, man muss wissen, wo sind meine Grenzen, wann ziehe ich die, bei wem
und natürlich auch, wie gesagt, Grenzen anderer akzeptieren. Dann, auch ganz wichtig, das loslassen, was einem nicht mehr gut tut, also wo man merkt, es schadet mir, das kann dein Umfeld sein, das können einzelne Kontakte sein, das können Hobbys sein, Gewohnheiten sein, Menschen sein, dein Job sein oder bestimmte Arbeitsaufgabenbereiche. Also da musst du für dich persönlich gucken, was schadet mir langfristig und schon länger, dauerhaft, chronisch eventuell bereits und wie kann ich das eventuell verändern, weil wenn du das einfach weiter tolerierst, es macht dich dauerhaft krank. Auch wenn das Loslassen am Anfang schwer ist, dauerhaft rentiert es sich immer. Und das geht natürlich auch einher mit bewusst leben und bewusste Entscheidungen treffen. Also bewusste Absichten verfolgen, bewusste Intentionen haben. Nicht dieses, naja, mal gucken, sondern wissen, okay, also das ist mein Standard, das ist das Minimum, was ich erwarte. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann hat es nichts in meinem Leben verloren. Ja, und das ist natürlich dann auch wieder eine Identitätsfrage. Ich glaube, das ist so mein Basic Mindset. Identity is key. Alles geht eben von unserem Selbstbild aus, von unserem Selbstwert, den wir selber uns geben, unserem ja, Selbstbewusstsein, wenn man so will, als wer lebst du? Oder lebst du überhaupt? Wirst du gelebt von anderen? Wer hat mehr Energie und Einfluss? Du auf dein Umfeld oder dein Umfeld auf dich? Und das geht natürlich auch ganz stark einher mit Kontrolle. Kontrollvermögen, aber jetzt nicht diese toxische Form, dieses alles kontrollieren müssen, sondern einfach Selbstwirksamkeit spüren, dieses hey, ich mache etwas und es bewirkt dieses und jenes. Selbstachtung, kannst du dich selber im Spiegel angucken und lebst du proaktiv oder reaktiv? Also guckst du immer erst, was außen passiert und kommst dann in die Gänge oder ergreifst du auch die Initiative und sagst, das mache ich, weil so und so, ja, also machst du das, was dir wichtig ist und läufst du los für deine Ziele, für deine Träume? Ich glaube, das alles, wenn man das wieder so unter einen Hut bekommt, dann kann ein lebendiges Leben wieder mehr und mehr gelingen. Ein gesünderer Austausch mit anderen auch wieder mehr und mehr gelingen, weil man auch einfach automatisch die Menschen anzieht, die ähnlich denken und auf einer Wellenlänge sind mit einem selbst und die, die das nicht sind, fallen automatisch weg. Ja, also das Leben wird tatsächlich einfacher, wenn man weiß, was man will und was man nicht möchte. Und das hat dann letzten Endes eben auch positive Auswirkungen auf die eigene Gesundheit, psychisch wie physisch. Und das gilt eben für jedes Geschlecht, das möchte ich betonen, und für jedes Alter. Ja, also egal, wie alt du jetzt gerade bist, wenn du das hier hörst, du kannst deine Lebensqualität massiv verbessern, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt. Und gut für dich selber sorgst natürlich und für das einstehst, was dir wichtig ist. Am Anfang wird es erstmal anstrengend, weil die Menschen das womöglich nicht gewohnt sind von dir. Ja, sie wollen dein altes Ich zurück, was alles hat mit sich machen lassen. Aber du musst dir eben sagen, nein, damit ist jetzt Schluss. Das ist mein Leben und das ist auch dein Recht. Ja, das musst du dir immer wieder vor Augen führen und dir dessen bewusst sein. Ein bewusstes Leben bedeutet eben, dass du diesen Frame hast, diesen Rahmen. Und die Dinge, die nicht innerhalb diesen Rahmen existieren, immer innerhalb dieses Rahmens existieren, die dürfen dann logischerweise dort auch nicht stattfinden. Also du setzt deine Standards, du bist dafür verantwortlich, wie andere mit dir umgehen können, wie du natürlich auch mit anderen umgehst. Und ja, letztlich ist das dann einfach so die Basis für alles, sage ich mal. Menschen, die mit sich selber im Reinen sind und mit sich selber im Kontakt sind, die haben es automatisch leichter, mit anderen in Kontakt zu treten. Das ist meine persönliche Erfahrung, weil man auch einfach weniger ängstlich auftritt, weil du nichts verlieren kannst. Ja, weil was sollst du verlieren? Schlimmstenfalls will die Person nicht mehr mit dir reden. Ja, aber du hast ja am Ende des Tages immer noch dich. Du musst letztlich mit dir selber am meisten befreundet sein, weil du die einzige Person bist, die immer bei dir sein wird. Ja, du nimmst dich überall hin mit, du kannst umziehen, wie oft du möchtest, du kannst deinen Job, deinen Partner so oft wechseln, wie du möchtest, aber dich selber nimmst du immer mit. Deswegen beginnt auch da eben Gesundheit und ein lebendiges, authentisches Leben immer mit dem eigenen Ich, mit der Identität, mit der Auseinandersetzung von einem selbst und ja, mit dieser, ich sag mal, inneren Lebenskraft, die dann langfristig automatisch nach außen strahlt, wenn man sich eben seiner sicher ist und sich seiner bewusst ist. Also Selbstbewusstsein ist nichts anderes als sich seiner bewusst sein. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit.
und dass du es schaffst, ein proaktives Leben zu führen und für das einzustehen, was dir wichtig ist und was dir wertvoll erscheint. Keep it in the video.